Adventsmagazin von Lilleine Bergland TV. Wir haben natürlich vergessen, ein Weihnachtsbaum ins Studio zu schaffen. Das hole ich jetzt mal kurz nach. Und bis dahin sind hier schon mal unsere Themen. Heute widmen wir uns mal dem Thema Regionalität. Wie Sie wissen, werden nicht nur Bäume abgesägt, sondern auch immer mehr kleine Läden müssen zumachen. Umso löblicher ist es natürlich, dass in Rössing ein Laden besteht, der genau das Gegenteil macht, der nämlich erfolgreich läuft. Und die Chefin dieses Ladens, Frau von Rössing, war bei uns im Studio. Schauen Sie mal selber. Heute bei uns im Studio Frau von Rössing. Vielleicht darf ich Sie Erna nennen. Ne? Der Name ist Programm sozusagen. So ist es, da genau. Sind wir auch schon gleich mitten im Thema drin. Was ist denn Erna? Erna ist ein kleiner Dorfladen, den wir in Rössing vor ungefähr anderthalb Jahren aufgemacht haben. Mit einer langen Vorbereitungsphase, wo aber eben das ganze Dorf eingebunden war. Und insofern ist es ein Projekt des gesamten Dorfes für das ganze Dorf. Sagt auch die Bürgermeisterin von Rössing, die nämlich vor, dann ist es jetzt 3,5 Jahren, festgestellt hat, dass die Versorgungssituation im Orte nicht die beste ist. Wie war damals die Situation? Wir haben zwar eine relativ gute Infrastruktur, wir haben noch einen Bäcker und einen Schlachter im Ort und diverse andere Dinge, aber eben keinen Gemischtwarenhandel mehr. Mhm. Wir konnten uns also in Rössing nicht mehr versorgen mit den Dingen des täglichen Bedarfs. Und das musste geändert werden. Dann sind Sie in die örtliche Bücherei gegangen und haben das Buch aus dem Regal gezogen, How to make a Dorfladen. Gesucht habe ich das, gefunden habe ich es nicht. Sowas existiert leider eben nicht. Also haben wir mühsam angefangen, mit kleinen Schritten uns zu erkundigen, was brauche ich alles, was sind die Voraussetzungen. Das war ein langer Weg, bis wir bei Erna gelandet sind. Ja, zunächst eine kleine Gruppe wahrscheinlich von Leuten, die sich da was ausgedacht hat. So, und dann haben Sie mir beim Vorgespräch gesagt, es geht nur unter Zuhilfenahme von vielen. Wie ist denn das organisiert worden? Ganz einfach durch Abfrage im Dorf, wer ist bereit, dort mitzuhelfen. Wir haben ihnen klargemacht, was für Vorteile wir haben werden, wenn wir im Ort wieder einkaufen können. Und so sind dann die Gott sei Dank sowieso sehr regen Rössinger dabei gewesen, in einer großen Anzahl von Menschen, die auch bis zum Schluss durchgehalten haben, nicht nur in dieser gesamten Vorbereitungsphase, dann der sehr lange dauernden Umbauphase. Der Umbau hat deswegen lange gedauert, weil wenn Sie ehrenamtliche Hilfe in Anspruch nehmen, können Sie nicht sagen, das muss aber morgen fertig sein oder nächste Woche, und wir müssen einfach warten, bis diejenigen, die sich da bereit erklären, Zeit haben. Ganz einfach. Das war also, hat sehr lange gedauert. Und unser Riesenglück ist es, dass die eben heute auch noch dabei sind. Wir haben jetzt noch nach anderthalb Jahren jede Woche zwei Damen da, die uns beim Auspacken der Ware helfen. Sie müssen sich vorstellen, wenn da 6 so große Trolleys ankommen, die müssen ja auch irgendwie, diese Ware muss in den Regalen verschwinden. Das geht nicht alleine und das ist auch schwierig, das im laufenden Betrieb alleine zu machen, wenn das die Angestellte dort vor Ort machen müsste. Also haben wir zwei Damen, eine kommt Dienstag, eine kommt Freitag, die das dort anderthalb Jahre lang, jeden Morgen, jede Woche immer noch machen. Das heißt, Sie haben also ein gewisses Team an Leuten, die auch nach wie vor noch dabei sind. Ja. Ich habe auch erfahren, dass eben ein Dorfladen mehr ist als nur ein Platz, wo ich einkaufen kann. Es ist auch in gewisser Weise ein Ort der Begegnung. Das ist richtig. Das war einer der wesentlichen Punkte meines Erachtens, dass Lebensmittel einzukaufen, kann man irgendwie auch anders hinkriegen. Es geht aber bei so einer Geschichte doch hauptsächlich um Lebensqualität, um erstens spontan etwas einkaufen zu können, zweitens mich nicht ins Auto setzen zu müssen, um Dinge einzukaufen, aber eben auch ganz besonders um Begegnung im Täglichen. Einfach dorthin zu gehen, ein Cappuccino zu trinken und mich mit jemandem, der genauso zufällig gerade vorbeikommt, dort zu treffen, mich ein halbes Stündchen hinzusetzen, gemütlich zu plaudern und dann eben mein Tagwerk weiter zu verrichten. Das ist ganz wunderbar. Wir haben von wirklich kleinen Kindern, die da täglich hinkommen und sich freuen, bis zu Senioren, alles vor Ort, was alle repräsentativen Gruppen im Ort. Das ist ganz schön mit anzusehen, wie viele Menschen sich dort treffen, spontan. Und miteinander in Kontakt kommen. Nur so kann man eben auch eine Dorfgemeinschaft erhalten, denke ich, wenn man sich nicht explizit verabreden muss für jeden kleinen Schnack, den man miteinander halten muss. Das, finde ich, ist Lebensqualität. Die Funktion dieses Ladens ist also natürlich neben dem Einkaufen, wobei Sie übrigens preislich auch durchaus mithalten können. Absolut. Mit anderen, wie ich gehört habe. Das ist richtig. Im Ort der Begegnung auch zu schaffen.
und darüber hinaus auch regionale Lieferanten und Produkte mit einzubeziehen. Das heißt, bei Ihnen gibt es auch sozusagen regionale Spezialitäten. Oh ja, eine ganze Menge haben wir da. Alles, was die Region so zu bieten hat an Besonderheiten, bemühen wir uns anzubieten vor Ort. Das Highlight ist natürlich das Rössinger Bier. Wir haben eine kleine Brauerei in Rössing und die beliefert uns mit ihren Produkten. Das ist kolossal. Das werden wir dann, wenn wir sie besuchen, natürlich vor Ort auch nochmal unbedingt herzallerliebst schön verkosten. Sehr empfehlenswert. Und dann klingelte eines Tages das Telefon und der Bürgermeister aus Vreden war dran. Was wollte der gute Mann denn? So ist es. Rüdiger Paulert rief an, weil er eben das Problem hatte, dass in Vreden der letzte Supermarkt auch nicht der letzte, also einer von zweien auch schließen sollte und somit ein Großteil der Vredener Bürger auch wieder nicht versorgt sein würden. Ich habe mich gefreut, Sie unterstützen zu können, weil ich denke, diesen langen Weg, den wir gegangen sind, um festzustellen, was man alles braucht, weil eben besagtes Handbuch nicht vorhanden ist, das kann ich den Vredenern ersparen, indem ich unsere Erfahrung weitergebe und da haben die halt so eine kleine Abkürzung, können die dann nehmen, indem sie Informationen von uns bekommen. Das heißt, das Netzwerk, was so im Leine-Bergland entsteht und besteht, wird auch in diese Richtung noch ausgebaut? Wir danken Ihnen ganz herzlich für die ersten Informationen und bleiben natürlich an dem Thema dran und werden Sie sicherlich als R-nahe Expertin noch das ein oder andere Mal befragen. Vielen Dank. Sehr gerne. So, jetzt sind wir im Studio wieder angekommen, liebe Zuschauer, und haben natürlich jetzt auch ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Wir haben diesen wunderschönen Baum hier aus chinesischem Weichplastik eigenhändig im Wald gesägt und hier ins Studio gezerrt. Und insofern ist jetzt hier also schon mal wunderbare Dekoration. Jetzt brauchen wir natürlich zunächst mal, damit es gemütlich wird, einen bayerischen Akzent. Den werde ich mir mal eben kurz auf meinem iPhone hier runterladen. Wo haben wir ihn denn? Bayerischer Akzent, da ist er ja schon und ist direkt installiert. Geht schon mal gleich weiter. So, jetzt rufen wir mal die Studioband an. Die sollen uns mal ein bisschen weihnachtliche Musik spielen. Übrigens, wisst ihr, was das ist, liebe Kinder? Es ist altmodisch, es ist grün und man kann mit wählen. Das ist nicht der Hofreiter Anton von den Grünen, nein, das ist ein Telefon. Schaut mal, ist das nicht verrückt? So, ja, ich bin's, der Chef. Hört mal zu, da Burschen, könnt ihr was spielen da, was Weihnachtliches da? Ja, schon, gell, macht es mal mit eurer Engelstimme. Ja, für die, ich muss weiter, ciao. So, was brauchen wir natürlich noch für eine perfekte Weihnachtsstimmung? Brauchen wir natürlich noch ein bisschen Dekoration, wenn ich mal unsere Requisite bitten darf, ein bisschen was ins Bild zu schieben. Wunderschön, dieser Taufengel, Maite Kelly ist das, glaube ich, ne? Ja, ganz, ganz super Geschichte. Natürlich müssen wir auch aktiv was gegen Unterzuckerung tun und da trifft es sich gut, wenn wir einen Werbepartner an Bord haben wie heute, nämlich das Handelshaus Schlegel in Hildesheim. Die stellen eine sündhaft leckere Köstlichkeit her, wenn ich die bitte mal haben dürfte, nämlich die sogenannten Hildesheimer himmlischen Trüffel. Mehr geht nicht, auf jeden Fall. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die gibt es, wie Sie hier sehen können, in verschiedensten Verpackungsgrößen. Das Tolle an diesen Trüffeln ist natürlich nicht nur der Geschmack, sondern auch, dass die komplett, das ist ja Wahnsinn hier, da sind ja ganze Heeren von Trüffelschweinen unterwegs, um die alle zu finden. Diese wunderschönen, leckeren Trüffel werden übrigens in Handarbeit tatsächlich hergestellt, nach einer exklusiven Rezeptur, die es nur hier beim Handelshaus Schlegel gibt und das seit über 40 Jahren. Und wie ich mir habe sagen lassen, sind das handgefertigte Zucker-Sahne-Trüffel mit einer cremigen Kakaofüllung, ummantelt von Vollmilchschokolade, mit Zucker bestäubt und selbstverständlich ohne Alkohol. Das fällt mir schwer. Wenn Sie die haben möchten, dann gehen Sie nach Hildesheim und holen Sie sich. Das ist auf jeden Fall mehr als lohnenswert. Und während Sie gleich unsere Schlagzeilen wahrnehmen können, werde ich schon mal mich opfern und diese Verpackung fast alleine verspeisen. Siegfried Kraft, Lehrer an der Oberschule Delixen und Fachberater für Arbeit, Wirtschaft und Technik und Berufsorientierung der Niedersächsischen Landesschulbehörde der Region Hannover, hatte eingeladen zur Betriebserkundung der Firma T&B Elektronik in Eifelt.
T&B-Geschäftsführer Thomas Warnecke zeigte sich erfreut vom Interesse der rund 20-köpfigen Gruppe, die sich in den Räumen der Eifelder Brandschutzexperten versammelt hatten, um sich über das Unternehmen und seine Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Unser Starfotograf Rainer Cordes aus Hildesheim war kürzlich in Salzgitter, in einem Hotel am Salzgittersee. Dort fand nämlich statt der Drehstart für den 1000. Tatort mit Maria Furtwängler und Axel Milberg. Also die beiden haben nicht 1000 Tatorte gedreht, sondern sind in der 1000. Sendung die Protagonisten. Aber es sind auch zwei Schauspieler dabei, nämlich Günter Lamprecht und Hans-Peter Hallwachs, die schon im ersten Tatort 1970 mitgespielt haben. Das wird eine spannende Geschichte. Schauen Sie mal rein. Sie kennen unsere Aktion Meldet eure Talente. Wir haben inzwischen schon ganz viele lustige Mails bekommen. Vielen Dank dafür. Meldet eure Talente soll heißen, wenn jemand ein verborgenes Talent hat. Sagen wir mal, er hat vielleicht Gärtner gelernt, seine Leidenschaft ist aber das Kochen. Dann meldet uns das bitte. Denn es kann ja so sein, dass jemand sagt, Mensch, egal ob jemand Gärtner gelernt hat, ich würde gerne jemanden einstellen bei mir in meinem Betrieb und den vielleicht ausbilden, fortbilden, umbilden, weiterbilden oder einbilden. Heute haben wir einen Studiogast hier, der uns auch seine verborgenen Talente mal mitteilen soll. Wenn du bitte mal reinkommst. Oh, Hallöchen. Wen haben wir denn da? Luke. Luke, sehr schön. Luke, was hast du denn gelernt? Das ist ein Beruf, der, ja, ich will nicht sagen, vom Aussterben bedroht ist, aber nicht so toll. Luke, du sagst aber, du kannst Trüffel erschnüffeln. Mhm. Trüffel schnüffeln. Ja. Sehr schön. Dann würde ich doch mal vorschlagen, wir machen mal einen kleinen Test. Wenn du dich bitte mal umdrehst. Müssen wir erst mal gucken, ob er auch wirklich sich umdreht. Ja, er merkt nichts. Wir werden jetzt mal eine Versuchsordnung hier anbauen, umbauen, also herbauen. Und dann werden wir mal gucken, ob Luke tatsächlich in der Lage ist, die himmlischen Hildesheimer Trüffel zu erschnüffeln. Und zwar habe ich hier eine wunderschöne... So, haben wir schon mal was vorbereitet? Also, wir haben zwar umdrehen. So, wir haben hier zwei Kartons. In den einen Karton tun wir... du hast deinen Bruder mitgebracht. Eisbein, den tun wir mal hier... in einen der Kartons rein, so. Und in den anderen Karton tun wir die Hildesheimer, nicht telefonieren bitte, tun wir die Hildesheimer Trüffel rein und dann machen wir mal ein Schnüffelexperiment. Mal gucken, ob der kleine Racker das denn auch findet. So, Luke, in welchen der beiden Kartons befinden sich die himmlischen Hildesheimer Trüffel? It's your turn. Es bleibt spannend. Ja, wollen wir doch mal gucken, ob das stimmt. Nein, jetzt musst du auch zu deinem Bruder. Das ist aber sehr schade. Schau mal. Ja, liebe Zuschauer, es kann ja nicht immer klappen. Vielleicht, es war natürlich hier drin. Aber so sind wir beim Fernsehen. Hey, das sei mal himmlische Trüffel. Ja gut, irgendwas ist immer. Dann würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen. Für die. Vater.